An der Militäroperation Olivenzweig im nordsyrischen Afrin nehmen neben Einheiten der Freien Syrischen Armee 6.400 türkische Soldaten teil. In den ersten 48 Stunden des Bodeneinsatzes sind die Einheiten 7,5 Kilometer ins Landesinnere vorgedrungen. Geplant war dieses Ergebnis erst nach 4 Tagen. Unterdessen haben die Kampfhandlungen in den zu Afrin gehörenden Ortschaften Rakko, Shedia und Sürki zugenommen. Bislang sollen 69 Dörfer der JPG-Kontrolle entzogen worden sein.